Was ist TTIP? TTIP steht für Transatlantic Trade and Investment Partnership, das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA. Freier Handel? Ist doch großartig. Frei! Ohne Hemmnisse, ohne Einschränkungen, gleichberechtigt die Chancen nutzen. Amerikanische Waren können in Europa günstiger, weil ohne Zoll verkauft werden. Umgekehrt werden auch europäische Waren in den USA billiger. Am Ende gibt es mehr Handel und damit mehr Reichtum für alle. 545 Euro wird jeder Haushalt davon haben. Das wirst du noch 100 Mal in den nächsten Monaten in den Medien hören. Von dir wird erwartet, dass du freudig nickend nichts tust. Vor allem solltest du jetzt nicht beginnen nachzurechnen. Wer rechnet schon freiwillig? Wenn du es aber doch tust, wirst du sehen, dass die angewandte Methode eine Mischung aus Mathematik, Schätzungen und viel Wunschdenken ist. Mit ein paar weniger optimistischen Annahmen kann der Gewinn dabei auch schnell zum Verlust werden. Aber vielleicht ist der TTIP eine gute Sache, ganz unabhängig davon, ob irgendwelche Haushalte irgendwann Geld bekommen und wie viel. Schließlich geht es um Freiheit, um Sicherheit. Investitionssicherheit für Konzerne nämlich. Stellen wir uns einen lieben europäischen Konzern vor, der ein Stahlwerk in die amerikanische Prärie stellen möchte. Dort ist er doch der Willkür der dortigen Gerichte schutzlos ausgeliefert. Da ist es doch toll, wenn man die unberechenbare, gemeine Justiz durch Schiedsgerichte ersetzt, wo ehrliche Anwälte zusammensitzen und Schiedsrichter verbindliche Entscheidungen treffen können, ganz ohne Berufungsmöglichkeit und nervender Öffentlichkeit, hinter verschlossenen Türen. Klingt doch gut, oder? Nun, das Schiedsgerichtsbusiness ist ein kräftig wachsender Sektor und es gibt bereits hunderte Klagen von Konzernen gegen Staaten. Wie viele es genau sind, ist jedoch schwer zu sagen. Wir hatten uns doch auf Stillschweigen geeinigt. Ein paar Klagen sind aber öffentlich bekannt. Wegen dem Atomausstieg wird Deutschland vom Energiekonzern Vattenfall auf Schadenersatz geklagt. Der Marlboro-Hersteller Philip Morris klagt Australien und Uruguay auf Schadenersatz wegen der gesetzlich notwendigen Warnhinweise auf Zigarettenverpackungen. Und der Öl- und Gaskonzern Lone Pine klagt den kanadischen Staat wegen des Verbots von Fracking in Quebec. Entscheidet das Schiedsgericht im Sinne eines Konzerns, werden Milliarden an Steuergeldern an private Firmen verschoben. Die Entscheidungsgrundlagen bleiben dabei häufig geheim. Womöglich erfährt die Öffentlichkeit nicht einmal von dem Verfahren. Nur das Geld wird plötzlich bei Bildung, Gesundheit und Infrastruktur fehlen. Mit TTIP kann das souveräne Recht von Demokratien, Gesetze zu ändern und Sozial- und Umweltstandards zu heben, eine extrem kostspielige Angelegenheit werden. Entscheidungen über Milliarden hinter verschlossenen Türen. Wer das als Einladung zur Korruption sieht, wird nicht enttäuscht werden. Aber ist das nicht ein ungeheurer Vorwurf? Die Schiedsrichter sind hoch angesehene Anwälte und Juristinnen, die, so wird uns versichert, natürlich nur im Sinne der Sache entscheiden. So wie die Schweizer Professorin Gabriele Kaufmann-Kohler, die als Schiedsrichterin Argentinien zu einer 100-Millionen-Dollar-Zahlung an den Konzern Vivendi verurteilte, aber sich durch den Umstand, dass sie während dem Verfahren zufällig einen Vorstandsjob bei der UBS, Anteilseignerin bei Vivendi, erhielt, sicher nicht beeinflussen ließ. Und was ist der Vorteil für eine normale Steuerzahlerin? Für den kleinen Betrieb, der immer wieder sein Geschäftsmodell an geänderte wirtschaftliche und gesetzliche Bedingungen anpassen muss? Richtig, gar keiner. Teure Schiedsgerichtsverfahren können sich nur große Konzerne leisten. In den Zeitungen wird auch zu lesen sein, deine Sorgen, TTIP würde zu einer Aufweichung von strengen Umwelt- und Sozialstandards führen, seien total unbegründet. Weder wird es erlaubt werden, wie in den USA, Hühner unter so schrecklichen Bedingungen zu halten, dass ihr Fleisch erst nach einem Bad im Chlor überhaupt genießbar ist, noch wird es gentechnisch veränderte Lebensmittel und routinemäßige Hormonbehandlungen für Rinder geben. Schöne Versprechen. Aber frag nach, an wen du dich wenden kannst, wenn sie gebrochen werden. Die Schiedsgerichte, die hinter verschlossenen Türen Milliardenbeträge an Schadenersatz zusprechen, sind dafür ganz sicher nicht gedacht.